Ja, herzlich willkommen hier auf Mini-Klangwunder. Heute muss ich euch etwas vorstellen, und zwar gekommen in diesem Lunchbag. Ihr seht es schon, es ist von Valco aus Finnland. Ich werde genötigt, das jetzt hier zu tun, denn so wie auch in der Werbung handelt es sich natürlich bei Valco um ein relativ kleines Unternehmen, ein mittleres Unternehmen, auch nur ein mittelböses Unternehmen. Und ja, so wie sie auch werben, warum großen bösen Unternehmen Geld geben für Produkte, wenn man das auch kleinen mittleren Unternehmen geben kann. Naja, und so haben sie mich halt genötigt, diesen ja, Bluetooth-Kopfhörer mir mal anzuhören. Hier in dem Case kommt der. Hier hängt noch so ein bisschen was dran, Valco. Da sieht man auch den Jasmanaut Kessi. Das ist der, der auch die Werbung macht. Und ja, ich kann gar nicht anders. Also wie gesagt, man hat mir den zugeschickt. Ich muss mir den unbedingt anhören. Ich soll mir den auch anhören. So sieht das Ganze aus. Ja, also sehr schön verpackt. Ich nehme den mal raus, dann sieht man das. Genau. Da weiß man immer, wie man den einlegen muss. Hier noch ein paar Kabel drin und ja, Kabel, USB-C und ein Klinkekabel. Das ist der VMK 20 Kopfhörer. Die Anleitung, Valco, User Manual for Dummies. Okay, sagt alles. Und wenn ich jetzt hier so drauf gucke, was ich auf keinen Fall mit dem User Manual machen soll, ist das. Ja, also ist nicht für den Toilettengang und für den Popo nachher. Und ja, und ich habe tatsächlich versucht, alles, was hier so gleich auf der ersten Seite beschrieben wird, was man damit ausprobieren soll mit dem Kopfhörer. Ich wollte das eigentlich alles machen. Ne, das könnt ihr euch hier mal angucken, was da halt so vorgeschlagen wird. Naja, im Verkehr sich am besten mal vom LKW anfahren lassen. Oder, naja, sagen wir mal, das zweite hier, das hier, ja, das war schon sehr einfach zu machen. Und das hier, pst, das geht natürlich auch immer. Das andere, was überspringen war, naja, also es ist nicht alles machbar mit dem Kopfhörer, aber so ist auch die Werbung durchweg, wenn man sich den mal anguckt, was den Kopfhörer angeht. Also wie der Jasse, Jasmanaut genannt, ja, diese Kopfhörer bewirbt. Bewirbt wird der Valco VMK20. Ich wechsle mal wieder in den normalen, seriösen Modus. Beworben wird der sehr extrem. Also der wird beworben als der bestklingendste, der bestverarbeitete und so weiter. Also nur Superlativen, natürlich immer mit einem kleinen zwinkernden Auge, weil ihr könnt schon sehen, ich halte euch den mal hier in die Kamera. Der ist schon richtig gut gemacht. Das hier ist so ein Mesh-Stoff. Er ist natürlich ein geschlossener Bluetooth-Kopfhörer. Jetzt nichts Besonderes, auch hier die Größenverstellung. Das Kopfband ist sehr schön weich. Ja, hier die gleiche Seite, da ist das nochmal ein CE-Zeichen ist drauf, sehe ich gerade. Natürlich steht auch drauf Made in China. Na klar, wo sonst? Ja, ich kann den so falten, kann den natürlich dann hier so um den Hals legen. Bei mir ist das schlecht mit um den Hals legen und dann so falten. Ich ziehe den mal aus. Ich glaube, ich brauche den auf größte Stellung, wie der aussieht. Hier die Ohren. Der Platz für die Ohren. Da sieht man auch links, rechts ganz leicht angedeutet. Also wenn ich den aufsetze, so sieht das aus. Und ich muss sagen, angenehm, aber meine Ohren, also die passen da rein, aber da muss ich natürlich schon, ja, die liegen überall an. Das ist so. Hat einen Vorteil, der kann nicht groß verrutschen, hat eine sehr schöne Klemmkraft, jetzt nicht zu hält, was ich auch erwarte von einem Bluetooth-Kopfhörer, wenn ich unterwegs bin, dass ich mich auch mal schneller bewegen kann. So sieht das aus, wenn ich meinen Kopf drehe, dass ich dann auch mal laufen kann und der mir nicht abfällt oder ich dann so gucken muss, dass ich mir den vielleicht im Hals sogar hängen muss. Da kann ich gleich drauf verweisen, Sennheiser Momentum 3, den hatte ich lange Zeit. Da ist genau das Problem, wenn ich da laufen musste nach dem Bus und ich habe den aufgesetzt, dann musste ich den irgendwie festhalten. Oder hier oben, weil durch das Eigengewicht sich das alles irgendwie verstellt, verrutscht hat.
Auch die Aufhängung waren so, dass sich das mit der Zeit verschoben hat. Ansonsten super Klang mit der App auch dazu, aber naja, so zum mobilen Einsatz schwierig. Der ist schon etwas schlanker, sieht auch nicht, ja, sieht anders aus, aber jetzt nicht unbedingt schlechter. Hat natürlich nicht so viele edle Materialien, klar. Aber der Sony 1000 MX4, wie ich glaube, WH1000 MX4 ist das. Den habe ich auch besessen. Der ist ein bisschen geräumiger für die Ohren, ein bisschen, ganz kleines bisschen angenehmer im Sitz, aber das tut sich hier fast gar nichts. Der war aber auch ein bisschen leichter, hat nicht so eine Klemmkraft gehabt. Das heißt, wenn ich damit nach dem Bus gelaufen bin, dann blieb der so auf dem Kopf, weil ich musste ihn immer wieder gerade rücken. Aber ihr habt ja gerade gesehen, wenn ich mit dem Kopf wackele, passiert da so gut wie nichts. Ja, ich werde mal, jetzt habe ich das hier mal eingeschaltet. Und zwar möchte ich euch das zeigen. Hier ist ein ANC. Sieht man auch hier. ANC-Taster. Grün leuchtet der, wenn er an ist. Und natürlich, wenn er aus ist, leuchtet da gar nichts. Das ist eine ganz tolle Eigenschaft von dem Kopfhörer. Schon vorweg, bevor ich was zum Klang überhaupt sage. Das ANC ist auch jetzt einfach einschaltbar. Hat natürlich den Nachteil, dass wenn ich den einschalte, den ANC, und ich vergesse den auszuschalten, irgendwann ist der Akku leer. Ganz klar. Aber ich könnte den Kopfhörer auch am Arbeitsplatz oder wo auch immer nutzen, um einfach ein bisschen Ruhe zu kriegen, ohne jetzt Musik zu hören. Tolle Sache, gibt es andere Kopfhörer auch, die das können, aber das ist hier so gelöst, ist da drin, finde ich gut. Kommen wir mal auf die Rückseite. Schalter. Den habt ihr gerade schon gesehen. ANC-Schalter mit der LED. Hier ist die ganz normale Bedieneinheit. Und zwar vor, zurück, einschalten. Einfach ein paar Sekunden drücken. Ein paar Sekunden länger drücken. Die mittlere Taste hier. Und dann geht er in so einen Modus. Dann blinkt das hier blau-rot. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Jetzt ist er schon verbunden mit meinem Smartphone. So schnell geht das. Ja, und hier ist dann die Buchse für den 3,5 mm Klinkenstecker. Und auf der anderen Seite ist dann die Buchse zum Aufladen USB-C. Ja, also alles nichts Geheimes, nichts Besonderes. Würde jetzt mal sagen, Ideal Standard. Mehr nicht. Was ich noch nicht gezeigt habe, ich kann natürlich auch so noch zusammenklappen, also relativ klein falten. Ich brauche also auch nicht das große Case. Ich könnte den jetzt so irgendwie in die Jackentasche stecken. Also es gefällt mir ganz gut. Ja, ansonsten ist er sehr, sehr gut nutzbar, was die Mechanik angeht. So, und jetzt kommen wir mal dazu, was kann der eigentlich? Klanglich. Das ist nämlich der Punkt, warum ich den hier vorstelle. Ihr habt die Werbung gesehen und in der Werbung hieß es, bester Klang, so von allem, was da so draußen auf dem Markt ist. Der kostet 169,90 € inklusive Versand direkt aus Finnland zu euch. EU heißt, da kommt jetzt auch kein Zoll oder so bei. Also 169,90 € Festkosten. Jetzt kann man sich den mal angucken. Man könnte sagen, ja, das ist so made in China und so die Form, das sieht so sehr beliebig aus. Also es ist jetzt ehrlich gesagt nichts designtechnisch Neues. Aber ich unterstelle jetzt einfach mal, Valco hat sich hier bedient. Hat aber Folgendes gemacht, hat gesagt, ich mache mein eigenes Sounding rein, ich kaufe nicht irgendwas dazu und mache Valco drauf, sondern ich, ja, tune den selbst, beziehungsweise irgendwie in Kooperation. Ist mir auch egal. So. Es gibt keine App. Das heißt, ich paire den einfach mit meinem Smartphone. Das, wie gesagt, das ging ganz schnell, hat ganz schnell funktioniert. Ich spiele mal einfach jetzt mal kurz ein beliebiges Lied ab. Nee, ich nehme mal Gran Reserva von Zihan und Kamien. Wahrscheinlich total falsch ausgesprochen. So sieht das Album. Ups, so sieht das Album aus. Falls irgendwer mal da reinhören möchte. Und gucken wir mal. Ja. So. Ja, ich muss da ein bisschen meine Erinnerung auffrischen, weil das ist immer so eine Sache.
Das ist natürlich ein Album, das ist so Elektronik, coole Sounds, sehr schöne Höhen, punchige Bässe da drin und so, auch tiefe Bässe, teilweise knackig, teilweise sehr langgezogen, sehr wabbelig. Ja, das sind so, momentan ist das so mein Album, das höre ich quasi, wenn ich gerade Zeit und Lust habe, rauf und runter. Das ist in einigen Stücken genauso anregend wie in anderen Stücken total entspannt und chillend und relaxend. Ja. Und habe dabei gemerkt, total genial mit dem Valco vom K20. Warum ist es nicht so genial mit dem Sennheiser Momentum 3 gewesen? Weil dort mich etwas gestört hat, und zwar im Bass. Egal wie ich die Momentum 3 eingestellt habe per App, war das immer so, dass ich im Bass so eine Art wuchtigen Vorhall gehört habe. Das habe ich eine ganze Zeit echt cool gefunden, auch gerade so bei älteren Stücken, wo nicht so, die nicht so gut gesoundet sind. Ich habe den Bass da auch ein Stück rausgenommen, für mich schon eher ungewöhnlich, aber tatsächlich habe ich den ein bisschen reduziert, und hatte da gesagt, Mensch, der Sennheiser ist das so ziemlich der beste, ja, ich jetzt mal sagen, bestklingendste, fast schon HiFi-Kopfhörer unter den Bluetooth-Overhear-Kopfhörern. Ja, der ist besser. Nicht besser mit Ä, sondern insofern besser, klanglich besser. Der ist richtiger gesoundet. Der hat sehr schöne tiefe Bässe, die er abbildet, aber auch sehr, sehr knackig, sehr punchig. Und der baut da nichts rein im Sinne von irgendein Hall oder irgendwas, was da nicht hingehört. Und trotzdem ist der auf dem Punkt schön knackig da. Also eine tolle Sache. Genau das gleiche bei Höhen. Auch die Höhen passen. Die sind etwas relaxter, die sind nicht ganz so energiereich, wie das vielleicht beim Sennheiser einstellbar gewesen wäre oder auch beim Sony. Die haben ja beide eine App dabei, der nicht. Aber klanglich, ich muss das leider so sagen, steckt er die beide in die Tasche. Und zwar nicht, was bestimmte Betonung angeht, nicht, was besonders ausgeprägten Hochton oder so angeht, sondern dieser Kopfhörer ist wirklich sehr neutral und trotzdem angeregt abgestimmt. Das ist so das Typische, wo ich sage, angeregt neutral. Ja, der Markus, ein Freund von mir, der hat den auch, der sagte mir, ja, im Bass ganz schön kräftig. Ja, der hat einen guten Punch, aber der ist jetzt nicht überbordend oder wirklich so kräftig, wie es man von anderen Kopfhörern kennt, wie so einem AHD 7200, also von Denon. Das ist ein Over-Ear-Kopfhörer mit Kabel zugeführtem Signal, der knallt da ganz anders, das ist ganz klar. Aber der spielt richtig ehrlich im Bass. Das ist ein richtig toller Kopfhörer und da braucht man nichts tunen. Die Bedienung ist halt sehr einfach. Und das Mikrofon hierbei, die Verständigung mit dem Valco ist so, ja. Ich verstehe mein Gegenüber, aber mein Gegenüber sagt mir, dass das manchmal so ein bisschen, ja, hohl. Also manchmal ist es ein bisschen dünn, manchmal nicht ganz so gut verständlich. Ich glaube, das hängt wirklich davon ab, wie man gerade steht, draußen, Mikrofon, wie die den Klang aufnehmen der eigenen Sprache. Das ist hier nicht ganz so optimal. Aber darum ging es mir auch gar nicht. 169,90 € für diese Klangqualität ist einfach spitze. Das sage ich jetzt nicht nur, weil die mich gedrängt haben, mir den mal anzuhören. Ja, nee, das ist auch noch eine lustige Geschichte, die muss ich gleich mal erzählen. Ich will nur gerade schnell was nachschauen. Ja, der verwendet bei meinem Smartphone aptX HD. Für alle, die wissen, wie wird denn zugespielt, aber High Definition. Ich habe, ich glaube, in den Unterlagen steht drin Low Latency. Das ist natürlich für alle wichtig, die hier Filme mitgucken wollen. Ja, geht das überhaupt? Lippensynchronität oder nicht? Ich war der Meinung, dass das alles kein Problem ist. Ich check das mal schnell für euch. So, also mit aptX HD ist es hier tatsächlich nicht lippensynchron. Ja, ich schaue mir das gerade wirklich live an. Ich kann aber aptX HD ausschalten und dann verwendet er natürlich SBC. Und im SBC-Modus gucke ich mir jetzt nochmal an. Ja, perfekt, lippensynchron.
Wenn ich also Filme angucken möchte, dann sollte man zumindest beim Android-Handy auf SPC schalten. Höre ich Musik aptX HD, das ist eine kleine Einstellung. Das ist halt so. Also Low-Latency kriege ich hier nicht mit verbunden. Ich bin der Meinung, der wurde mit Low-Latency beworben, kriege ich aber nicht. Das ist so ein kleines Manko dabei. Ja, der Kopfhörer ist relativ robust. Ich habe das schon gezeigt gerade. Man kann ihn recht auseinanderbiegen und so weiter. Ich habe euch aber gerade gesagt, ich will eine kleine Geschichte dazu erzählen. Eigentlich habe ich mir gedacht, brauche ich nicht. Weil ich habe den schon im Warenkorb gehabt, wollte den bestellen und habe mir gedacht, Mensch, hörst du den mal an für den Preis? Und wenn er wirklich so gut ist, wie ich das mal gelesen habe oder wie die Werbung mir Glauben machen will, da habe ich echt so ein bisschen mich herausgefordert gefühlt und habe gesagt, den bestelle ich jetzt. Und wenn das Ding nichts ist, kann ich ihn immer noch zurückschicken oder mich beschweren oder wie auch immer. Und dann habe ich mir aber gedacht, nee, du hast, ich glaube, drei Over-Ear-Kopfhörer als Bluetooth-Variante, benutzt immer nur einen. Die anderen, die warten immer drauf, dass mal benutzt werden. Ach, brauchst du nicht. Hab das ganze Ding gelassen, einfach von der Seite runter fertig. 2 Tage später habe ich eine E-Mail im Postfach gehabt. Ja, System-E-Mail. Du hast da irgendwie deine Daten schon eingegeben. Du hast im Warenkorb den Kopfhörer drin. Das ist aber schade, dass du nicht bestellen willst. Wir sind traurig. Bestell den doch mal. Und also so in diesem Stil Valco, so ein bisschen herausfordernd, dann aber auch ein bisschen lustig. Da habe ich mir gedacht, ne, schreibe ich mal lustig zurück. Habe ich geschrieben, wisst ihr, ich teste so Kopfhörer. Eigentlich habe ich mir gedacht, höre ich mir den mal an. Aber ehrlich gesagt, brauche ich den nicht. Und ja, deswegen habe ich den einfach drin gelassen. Wenn er wollt, könnt ihr mir den gerne zuschicken und dann höre ich mir trotzdem an. Ja. Er wurde mir zugeschickt, er kam an. Also man hat tatsächlich da die System, die Antwort auf eine System-Mail hat dann irgendwie ein Mensch gelesen, der dann tatsächlich gesagt hat, ach, ist ja auch lustig, das, den Spaß machen wir uns. Und deswegen habe ich hier mal so Werbung eingeblendet. Der wurde mir zur Verfügung gestellt, aber eben nicht irgendwie mit musste toll bewerten. Im Gegenteil, mir wurde nachher noch geschrieben, lass dir Zeit, wie lange du willst, egal, hier hast du von uns bekommen. Wir sind mal gespannt, was du dazu sagst. So. Ja, und ich habe jetzt eine Menge dazu gesagt. So viel zu dem Valco. Also klanglich ist da wirklich super. Es gibt einige, die haben, oder es gibt jemanden, der kennt den und hat den gehört und sagt, ja, der ist ja so ein bisschen uninspiriert. Der hat keine extremen Ausprägungen im Basshöhen und so weiter, dass man so sagt, bam, da ist der jetzt. Ich habe es vorhin schon gesagt, das ist wirklich so ne möglichst neutral, aber trotzdem hat er was, weil der ist im Bass so akkurat, auch der Hochton ist wirklich super. Zum Beispiel der Sony, der hat gegen den total abgelost, was den Hochton angeht, die Klarheit. Auch der hier ist nicht perfekt, aber der Sony, trotz Equalizer und alles, was ich gemacht habe, ja, da war Hochton, aber da hat sich zum als Beispiel ein Schlag aus dem Crashbecken von so einem Schlagzeug. Da hat sich das beim Sony zum Beispiel nach Blech angehört. Und hier hört sich das wirklich nach einem, wie sich so ein Becken anhört, so ein Crashbecken. So kräftiges Metall und im, ja, wie soll ich jetzt sagen, im Hochton nicht so. Keine Artefakte. Also beim Sony hatte ich fast das Gefühl, da sind Artefakte bei, das hörte sich so unrichtig metallisch an. Die Codecs waren dann die gleichen, ja, oder nahezu verlustfrei. aptX HD und der Sony hat dann den LDAC und da, das lag halt auch nicht dann wirklich am Codec, sondern irgendwie diese Wiedergabeoption des Hochtons. Und da habe ich dann gemerkt, boah, da kommt der überhaupt gar nicht mit der Sony. Ich habe da vorher auch gar nicht so Wert drauf gelegt, weil es ein Bluetooth-Kopfhörer. Den habe ich dann aufgehabt, wenn ich draußen war, draußen unterwegs, Busbahn und so weiter. Viel besser. Im Bassbereich auch besser als beide, Sony und Sennheiser, aus dem Grunde, weil der, wie gesagt, der Bass einfach ehrlicher ist, richtiger ist. Was er nicht so gut kann, das ist das ANC. Das ist zwar drin, habe ich vorhin schon gesagt, das kann man auch einschalten in meinem Büro, da ist es so ein bisschen ruhiger. Aber da sind Sony ist da meilenweit voraus und Sennheiser ist da auch deutlich besser. Das ist eine schöne Option. Ich würde es sogar eher so eher bezeichnen. Nutze ich hier ANC oder nicht, macht es aus, ob der ein bisschen, insgesamt ein bisschen noch frischer wird, der Kopfhörer, oder noch so ein bisschen kräftiger im Bass.
Denn mit ANC wird der Bass noch ein kleines bisschen reduziert. Da ist er noch ein Stück neutraler. Schalte ich ANC aus, dann wird das Ganze so ein bisschen mehr noch in meine Richtung. Dann kriegt er noch ein bisschen mehr Druck im Bass, ein bisschen tieferer Bass. Die Höhen und die oberen Mitten werden ein klein wenig energetischer. Also es wirkt so, als wenn das ANC auch ein bisschen die Dynamik von dem Kopfhörer wegnimmt und dadurch wirklich noch neutraler wird. Trotzdem ist er dann immer noch sehr gut. Ohne ANC finde ich es sogar besser. Und vor allem dadurch, dass der so abschließt mit meinen Ohren, die Polster recht klein sind, ja, dichtet der schon sehr gut ab. Ich höre mich zwar jetzt noch reden, aber alles, was hier so um mich rumläuft an Technik, die höre ich jetzt nicht mehr. Das ANC ist nochmal insofern besser. Ich höre meine Stimme jetzt noch ganz dünn. Auch von außen höre ich jetzt gar nichts mehr. Dafür habe ich ein ganz leichtes Grundrauschen. So, und das ist genau das. Das macht ein bisschen was mit dem Audiosignal auch. Und ja, das ist das, was ich da so wahrnehme, auch wenn Musik läuft. Ja, ansonsten, was soll ich hierzu sagen? Im Vergleich zu einem Sony und zu einem Sennheiser, die quasi unverbindliche Preisempfehlung von knapp 400 € waren beim Erscheinen, die gibt es jetzt auch so für 300 ungefähr, ist der aber trotzdem nur etwa halb so teuer und bietet, für mein Empfinden, ohne dass ich eine App nutzen muss, den besseren Hi-Fi-Klang. Der Valco VMK20. Den wollte ich euch vorstellen. Ich guck mal, das Video ist auch ein bisschen länger geworden, trotz dass ich ja, jetzt gar nicht so viel zu dem sagen konnte, weil technische Daten und so habt ihr von mir hat das gar nicht gehört. Finde ich auch uninteressant bei dem Ding. Aber gebt eurem Geld der mittelbösen Firma, dann habt ihr wirklich auch einen tollen Kopfhörer, wenn es euch eher um die Musik geht. Braucht ihr natürlich was mit richtig gutem ANC, mit mehr Features, dann seid ihr aber natürlich bei den anderen mit Sicherheit besser aufgehoben. Aber klanglich ist der hier, finde ich, deutlich besser als die beiden. Das war's zum Valco. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.